Dieser Mercedes ist definitiv falsch hier. In der Kölner Innenstadt kam es am Nachmittag zu einem kuriosen Zwischenfall. Eine junge Französin und ihr Freund waren mit der schwarzen A-Klasse in der Innenstadt unterwegs, suchten ein Parkhaus. Am Neumarkt dachten sie fündig geworden zu sein. Der junge Mann bog nach links ab und schon ging es abwärts. Allerdings nicht auf die Rampe des Parkhauses, sondern auf die Treppe der U-Bahn. Auf halbem Wege gelang es ihm, seinen Wagen zum Stehen zu bringen. Die Feuerwehr zog den Wagen anschließend wieder ans Tageslicht.